Waldemar Anton war auch einer der Transferposten des Sommers aufgrund dessen, dass er kurz vorher noch gesagt hat, er würde gerne in Stuttgart bleiben. Alle waren fein, die Stuttgart-Fans waren happy, aber es gab eben diese Klausel, Borussia Dortmund hat davon Gebrauch getan und er wechselt den Verein. Normalerweise alles in Ordnung. Mit diesem Zitat, was er kurz vorher gebracht hat, er sieht seine Zukunft in Stuttgart, hat das Ganze ein Geschmäckle. Wie sollte man das einordnen? Du bist als junger Spieler in einem Moment, in einer Situation der Euphorie, gerade Vizemeister geworden, alles ist gut gelaufen. Du wirst mit so einer Frage oder so einer Aussage konfrontiert und sagst wirklich in einem Bewusstsein auch, ich fühle mich wohl, ich will hier bleiben und das empfindest du vielleicht in dem Moment auch so. Jetzt kommt auf einmal dann nochmal eine Anfrage von einem Verein, wo du auch sagst, ehrt mich auch, das reizt mich auch und du denkst dann nochmal um. Ja, in Gottes Namen. Ich sag mal, wenn ich die Geschichte Anton VfB Stuttgart betrachte, dann muss ich sagen, der hat hervorragend abgeliefert, ganz entscheidenden Anteil an der Vizemeisterschaft. Der hat dem Verein jetzt eine sehr hohe Transfereinnahme nochmal gebracht im Verhältnis zu dem, was er selber gekostet hat, wie die den verpflichtet haben. Damit hat der Junge für den VfB Stuttgart eine Top-Leistung abgeliefert, dass der dann auch mal seine Meinung ändert und das ist sein verdammt gutes Recht. Dass die Stuttgarter Fans, die natürlich, die ich auch als sehr emotional kennengelernt und schätzen gelernt habe, dass die dann natürlich enttäuscht sind und dass das auch innerhalb des Vereins natürlich ein Problem mitbringt, weil der ganz wichtigen Flock in deiner ganzen Planung und einen absoluten Leistungsträger verlierst. Das ist unschön, aber man sollte das in Gottes Namen bei dem Jungen nicht so hoch aufhängen.